Wunderschönen guten Morgen, hier spricht Berlin, Admiral Markets. Mein Name ist Jens Schanowski und es ist der 15. April 2015. Willkommen, guten Morgen DAX, guten Morgen Deutschland, Österreich, Schweiz, Mallorca und Rest der Welt. Ja, die ersten 2 Minuten gehören mir, bevor dann gleich der Dirk Wojciechowski übernimmt und mit Ihnen den DAX und 1, 2 weitere Märkte durchschaut. Heute mal ein anderes Startbild. Gotmotrader.de, eine unserer beliebtesten Partnerseiten, und einfach mal zu schauen, wie so die vorbörslichen Taxierungen sind, ist mir heute bloß noch aufgefallen, dass ausnahmsweise mal Lang und Schwarz, die ja auch taxieren, 2, 3, 4 Punkte anders taxiert als gewöhnlich. Normalerweise tun die sich nicht so viel zu Deutsche Bank-Indikationen, bevor Xetra startet, aber heute aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, mal einige Punkte Unterschied. Wenn Sie verschiedene Anbieter, egal welchen CFD-Broker oder welche Börse Sie anschauen, werden Sie immer 1, 2 Punkte Differenz feststellen. Das ist normal. Es gibt nicht den einen DAX. Es gibt den Xetra DAX, es gibt den Frankfurter DAX, es gibt den Future DAX und viele weitere. Und jeder CFD-Broker hat eigene Kursstellung, aber meistens nur 1, 2 Punkte Differenz. Warum heute? Es einen Auslasser gibt mit Lang und Schwarz, müsste man den fragen. Heute ist es mir aufgefallen, wollte ich Ihnen einfach mal nur sagen, um einfach zu verdeutlichen, dass es nicht den einen DAX gibt. 1, 2 Punkte Unterschied gibt es immer, bevor die Referenzbörse öffnet. Uns ist Aufklärung und Wissen immer ganz, ganz wichtig. Das ist auch schon seit vielen Monaten auf unserer Webseite admiralmarkets.de unter Wissen, der Bestseller, hinterlegt. Wenn Sie es interessiert, genauer einfach mal draufklicken und nachlesen und Sie kriegen mehr Informationen dazu. Eigentlich aber, war jetzt eine kurze Exkursion, geht es darum, Ihnen kurz Risikowarnung und den Titel zu nennen. Titel habe ich genannt. Risikohinweis für alle, die heute das erste Mal dabei sind. Es geht um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte auf Margin. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste. Deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Lesen Sie gerne den kompletten Warnhinweis, beispielsweise auf der Webseite bei uns, hier einmal durch. Und Execution only. Bitte nichts, was Sie gleich sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen. Wenn Sie mit echtem Geld traden, wenn Sie jede Trade-Entscheidung vollkommen autark und selbsttätig treffen. Rechts sehen Sie den Dirk, links sehen Sie den Börsenbullen und der rechte Dirk Wojciechowski, bildseitig rechts, übernimmt gleich. Und dann freuen wir uns, wenn wir auch später Fragen beantworten können, die vielleicht nach dem Webinar Ihnen einfallen, per Telefon, per E-Mail, über Facebook, über YouTube und natürlich die Webseite admiralmarkets.de können Sie uns kontaktieren, wenn Sie möchten. Wir freuen uns, wenn wir behilflich sein dürfen. Webseite zeige ich Ihnen nochmal, so sieht sie aus. Und alles zum DAX-Bereich, auch die Unterschiede, dass es nicht den einen DAX gibt, können Sie hier nachlesen, wenn Sie möchten, admiralmarkets.de. Interessant, einfach mal zu schauen, was für tägliche Besonderheiten es gibt. Heute ist mir das aufgefallen, als ich heute Morgen den Markt angeschaut habe. So, das war's von meiner Seite und damit schönen guten Morgen, Dirk. Legen wir los. Dein Blick auf den Markt. Du hast den Bildschirm und das Wort. Ja, einen schönen guten Morgen. Natürlich auch Deutschland, Österreich, Schweiz und wo immer Sie uns zuhören. Und die Sonne lacht bereits. Es soll ja heute einer der wärmsten Tage sein. Mal schauen, ob wir da tatsächlich dann vor den Schirmen verweilen werden und uns das schöne Schauspiel von heute anschauen, das Mario Draghi da für uns vielleicht schon vorbereitet hat. Ja, gestern war bei mir kurze Verwirrung angesagt. Ich habe tatsächlich schon ich habe quasi in der Zukunft gelebt. Ich habe gestern gedacht, wir hätten schon Mittwoch und habe irgendwie gedacht, wir hätten hier morgens schon auf jeden Fall mal den EZB-Plan vorzubereiten. Das ist leider nicht der Fall gewesen an dem Tag. Das habe ich dann auch schnell gemerkt, dass ich den falschen Tag angeklickt hatte. So kann das auch mal passieren. Also das heißt, wir sind vor Fehlern nicht gefeit und das sollte eigentlich nur so als Intro auch gelten. Seien Sie vorbereitet für den heutigen Handelstag. Haben Sie einen Plan in irgendeiner Form in der Tasche für Long- sowie auch für Short-Szenarien oder sogar für eine abwartende Haltung. Bildschirmpräsentation, wie Sie das gewohnt sind, aktuell hier von den Kursen, von den Berechnungen her, wenn wir uns von den Xetra-Schlusskursen von gestern uns dann auch die Pivot-Points dann später noch anschauen. Wir haben gestern einen schönen kleinen Abverkauf gesehen, tatsächlich auf diese Marken, wie wir das auch am Montag schon mal angedeutet haben, im Bereich des alten Jahreshochs bei 12.219. Wir sind da zwischenzeitlich auch nochmal in Richtung unter die 12.2er Marke noch nach unten im Überschießen gewesen, kam aber dann auch wieder per Xetra-Schluss über das alte Jahreshoch wieder zurück. Das heißt also, dieses alte Jahreshoch hat diesen Punkt hier erstmal auch als Unterstützung fungieren können
und wurde letzten Endes dadurch auch, dass es nach oben wieder verlassen wurde und bei 12 zu 27 geschlossen wurde, auch ein Stück weit erstmal bestätigt. Was heute Morgen zu sehen ist in den Indikationen, wir sind jetzt aktuell bei 12 zu 67, 12 zu 64 in diesem Mischmasch. Jens Schanowski hat es eben schon gesagt. Ein paar Diskrepanzen sind hier, ein paar Differenzen sind hier festzustellen bei den ein oder anderen vorbörslichen Kursstellungen. Das ist insoweit noch im Rahmen. Es gab auch schon mal 10-20er, aber das ist natürlich schon ein paar Jährchen her. Ja, was haben wir noch festzustellen? Gestern US-Börsen, auch hier kein absolut total klares Bild. Dow Jones plus 0,33, Nasdaq 100 minus 0,26 und Standard & Poor's plus 0,16. Kein besonders klares Bild. Da gab es hauptsächlich auch ein paar interessante Zahlen aus der Earnings Season, aus der Berichtssaison. Große Banken haben bereits schon Zahlen vorgelegt, wie JP Morgan Chase, aber auch Wells Fargo. Die haben soweit auf jeden Fall ihre Zahlen gut gebracht. Auch JP Morgan hat stark nach oben überrascht. Und ja, heute ist Bank of America dran, dazu gleich mehr. Schlusskurse auch heute Morgen aus Asien, auch leicht gemischt. Nikkei minus 0,20, Kospi dafür plus 0,39 und Hang Seng plus 0,46 und ASX dafür im Minus. Also im Großen und Ganzen sieht man hier auch aufgrund der Jahresperformances, also Kospi aus Korea holt hier langsam ein bisschen auf. Und Nikkei stagniert hier ein Stück weit erstmal. Gucken wir uns die heutigen volkswirtschaftlichen Daten mal an, die uns hier noch parallel zu der EZB-Sitzung hier bevorstehen. Also heute Morgen hier nur noch in ein paar Minuten französische Verbraucherpreise. Heute Morgen gab es schon deutsche Verbraucherpreise um 8 Uhr. Die sind soweit reingekommen. 0,5 im Vormonat waren sie bei 0,9 plus. Also soweit gab es hier keine negativen, aber auch keine allzu positiven Überraschungen. Das wurde so aufgenommen, fertig ist. Zum 11 Uhr Datum hier haben wir noch das Handelsbilanzsaldo und dann halt als wichtigste überhaupt Entscheidung heute 13.45 EZB Zinsentscheid und obendrein eigentlich noch wichtiger als dieser Zinsentscheid selbst, um 14.30 Uhr die Pressekonferenz. Da wollen wir gleich nachher auch noch ein paar Fundamentaldaten vielleicht beziehungsweise ein paar Theorien noch mit reinbringen, wie weit da auch etwas passieren könnte. Was Euro-US-Dollar, aber auch die Kernmärkte, also quasi die US-Märkte und auch unseren deutschen DAX noch mit beeinflussen könnten, sind hier ein paar Industriedaten, Kapazitätsauslastung aus den USA, Confidence Board Index, Indikatoren und Hausmarkt, also quasi Immobilienmarktdaten aus den USA. Und für diejenigen, die US-Dollar, Canadian Dollar, also den Loonie handeln, kommt es heute hier auch zum Zinsentscheid der Bank of Canada, nebendran dann natürlich auch Pressekonferenz. Später am Abend, 20 Uhr, Facebook und hauptsächlich hier auch nochmal Berichtssaison nochmal darauf hingewiesen. Heute Bank of America um 13 Uhr und dann nochmal nachbörslich American Express, Citigroup, Goldman Sachs, kommen Donnerstag, General Electric noch am Freitag. Bitte beachten Sie auch am Freitag den kleinen Verfall. Natürlich ist das hier kein 3- bzw. 4-facher Hexensabbat, aber auch dort kann es immer mal wieder zu ein paar Bewegungen kommen, die man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hat. Hauptsächlich freitags 13 Uhr darauf achten, beziehungsweise 12 bis 13 Uhr darauf achten, wenn hier dementsprechend Papiere verfallen, hier die Option auf den DAX und Einzelaktien. So, wenn Sie jetzt beispielsweise noch uns wenn wir hier noch die Cash-Reviews anschauen, die sind berechnet auf den Xetra-Schlusskurs von gestern, dann sehen wir hier beispielsweise beim Support 3, also nach unten hin abgesichert in Richtung der magischen 12.000-Punkte-Marke. Dann schauen wir uns beispielsweise den Support 1 an, da sind wir hier auf Xetra-Basis bei 12.159 in Klammern, der Wert für den FDAX berechnet bei 12 zu 14, da also knapp unter diesen alten Jahreshochs. Wenn wir uns hier noch in Richtung nach oben anschauen, Widerstand 3, Widerstand 2, da kommen wir ja schon über die Rekordhochs hinweg. Und vor allen Dingen hier noch interessant, dass wir auch bei Widerstand 3, auch was der Future DAX uns hier anbelangt, dass wir auch langsam in dieses große, überwiegende Kursziel nach oben nochmal hineinsteuern. Das ist diese 161,8 FIBO-Marke bei 12.589, 12.590, also respektive 12.600 als runde Marke zu nennen. Schauen wir in den Chart. Zuvor erstmal eine Visualisierung der Pivots, wo wir uns heute hier mit den eben genannten Pivots uns aufhalten.
Wir sehen hier, lauert auch nach unten hin zumindest noch, obwohl es heute jetzt ganz freundlich zu öffnen scheint. Hier lauert nach unten noch immer dieses, sagen wir mal, Ostergap, wenn man es mal so nennen darf, in diesem Bereich der 12.035 bis runter zur 11.996, also so ungefähr rundherum ein 40-Punkte-Gap, was hier noch lauert, was hier auch ein paar Mal, hier ein, zwei Mal schon Unterstützung hier nach oben gebracht hatte. Also dieses Gap wurde bis jetzt noch nicht gerissen. Nordwärts, wo wir hier das Rekordhoch sehen in diesem Bereich der 12.398, also fast 12.400er Zone, da ist auf jeden Fall heute erstmal der Magnet da, sofern auch Herr Draghi da Unterstützung für den Markt in irgendeiner Form bringt. Schauen wir uns den kurzfristigen, den Stundenchart nochmal an und vor allen Dingen jetzt hier auch nochmal dran gezeichnet mit ein paar Fibos, wo wir uns ja die letzten, ja, mehr oder minder Handelstage aufgehalten haben. Wer am Montag da den einen oder anderen Rat vielleicht mal beherzigt hat, konnte zumindest südwärts ganz gut Punkte mitnehmen. Also 50 Punkte sollten sie zumindest am Montag mitgenommen haben, südwärts. Wer da die Nerven hatte, beziehungsweise oder auch nachgestellt hat, nachjustiert hat, den Stop-Loss auf den Entry gesetzt hat, konnte auch noch die Reise weiter nach unten ein bisschen mitnehmen. Man musste natürlich, wie überall, man musste seine Gewinne natürlich dann auch irgendwann mitnehmen und nicht mehr, 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 mehr wollen und am Ende ausgestoppt werden. Das wäre dann natürlich schade. Ja, kurzfristiges Zwischentief hier nochmal, um das hier auszuweisen. Das war hier die 12.016 vom 8.4. Dort hatten wir hier den Tiefskurs festgestellt. Das sind hoch zu dem Allzeithoch hier im Bereich der 12.385. Das haben wir daran angelegt. Dementsprechend hier eine Fibo-Analyse. Hier ist die Null zu sehen, die Nullerlinie. Legen Sie am Tief an und am Hoch an. Und dementsprechend werden Ihnen die jeweiligen Fibo-Marken hier ausgeworfen von der Handelsplattform. 23.6er, 38.2er, 50er Fibo-Line, 61.8er Fibo-Line. Diese Fibo-Lines, die hier beispielsweise auch noch hier in Grün auch noch eingefärbt sind, sind dann genau umgekehrt angelegt worden an das letzte hier, das Allzeithoch, runter auf das aktuelle Zwischentief hier. Und da werden uns dementsprechend nochmal ein paar andere Fibo-Marken ausgeworfen. Zum Beispiel hier im Bereich der 38.2er haben wir uns heute Morgen schon hier kurzfristig mal aufgehalten. 12 zu 64, 12 zu 65 in diesem Bereich. Was ist noch zu sagen, wenn wir in Richtung Nordwärts jetzt schauen, um das einmal ein Stück weit hier auch zu stauchen und zu zeigen, wo kommen hier Projektionen rein? Da sehen wir heute hier oben schon die 138.2er, die sich so in dem Bereich der 12.445er-Zone hier aufhält. Und von der grünen Anlage, sprich hier von den grünen Fibo-Berechnungen her, sehen wir hier in dem Bereich die 138.2er, die so knapp. Wir können auch nochmal eine horizontale Linie hier drüber legen, damit wir sehen, was das für ein Kursniveau ungefähr ist. Auch hier die 12 zu 12.480er-Zone ungefähr. 161,8er kommt dann hier ein Stück weit von dieser Fibo-Anlage noch im Bereich der 12.530er, 12.535er-Zone. Und diese Fibo-Linie, diese 12.588 respektive 12.6er fast, diese 161,8er Fibo-Projektion, kommt dann hier oben auch noch zum Vorschein. Das sind also Kursziele nach oben, also für die Bullen, für die Marktbullen, die jetzt hier auf diese Weise hier auch hergeleitet werden könnten und können. Gucken wir uns den 4-Stunden-Chart hier nochmal an. Woher kommt diese 161,8er-Marke und 138,2er-Marke, diese blaue unterlegte? Die kommt von dem letzten Zwischenhoch, also letzten Rekordhoch vielmehr. Hier in diesem Bereich der 12 zu 20, 12 zu 19 und angelegt an das Zwischentief im Bereich dieser 11, 6, 22. Im Fall eines starken Abverkaufs wäre das hier auch eine sinnvolle Marke, die man anpeilen könnte. Natürlich sind das hier extrem viele Punkte. Das würde hier aktuell natürlich schon einen ganz schönen Drop, also einen ganz schönen Punkteabfall nach unten bedeuten. Aber in diesem Markt ist nichts unmöglich und folglich sollte man auch immer wieder mit Stops und mit den jeweiligen Plänen darauf vorbereitet sein. Zum Thema DAX und natürlich auch, wie immer, zum Thema DAX gehören auch nicht nur folgende
volkswirtschaftliche Daten, sondern auch das sogenannte mediale Rauschen. Mediales Rauschen, da meine ich nicht damit, wie solche Meldungen wie heute Morgen, dass da eine Lufthansa-Maschine von Berlin nach Frankfurt leer geflogen ist und dann umgedreht ist, nur weil da ein Schalter geblinkt hat. Ja, ich bin heute Morgen Auto gefahren und da ist auch eine kurze Lampe, eine Warnlampe angegangen und es kam auch nicht in die Meldung rein. Ich weiß nicht, die Lufthansa ist gerade richtig auf Kika. Typisch Medien, so funktionieren die aktuell wieder. Das ist auch mit Griechenland nicht anders, da ist man weiterhin auf dem Kika. Man hat hier gerade die EZB wieder natürlich wieder im Blick, wenn man hier an die ELAD denkt, also European Liquidity Assistance, die sind nochmals erhöht worden. Für die griechische Notenbank bedeutet das letzten Endes, dass sie noch mehr Spielraum bekommt, um überhaupt die einzige Möglichkeit aktuell darzustellen, dass der griechische Staat irgendwo ein bisschen Geld herkommen kann. Jetzt kann man sich darüber aufregen und sagen, warum macht der Draghi das, um Gottes Willen? Da darf man sich aber nicht darüber aufregen. Es ist die EZB, die ist keine Regierung. Die EZB ist nicht die Eurogruppe. Die EZB ist keine politische Bank und kann nicht irgendwelche Staatenlösungen von selbst irgendwie tätigen. Und da wird sich selbst Amok laufen und das da einfach mal dem Riegel vorschieben. Das geht nicht. Dazu braucht es die Eurogruppe. Und solange die Eurogruppe, also sich politisch, regierungstechnisch als Finanzminister dort nicht äußert und keinen Riegel vorschiebt und nicht irgendwelche eine politische Lösung dort bereitet, kann da überhaupt gar nichts gemacht werden von der EZB großartig. Die kann das bemängeln, die kann das den jeweiligen Finanzministern stetig auf die Agenda schreiben, aber sonst geht da nicht viel. Ja, da waren wir auch gerade bei Griechenlands Finanzminister, der hat hier diese Woche scheinbar noch vor, mit US-Präsident Obama, aber auch mit EZB-Chef Draghi zusammenzutreffen. Interessante Kombination in dieser Reihenfolge. Mal gespannt, was er da für ein großes Ei legen wird. Es bleibt abzuwarten, was das als nächste Überraschung bringt. Positiv oder negativ aufzufassen, heute Morgen eine Meldung, kann man sehen, wie man will. Finanzminister Schäuble hat hier Schuldenquote rausgelassen in Richtung Wirtschaftsleistung in diesem Jahr auf 71,5. Soll man die Quote senken? 2014 lagen wir noch bei 74,7. Und man will hier natürlich viel, viel früher als angestrebt in Richtung Maastricht-Kriterium von 60% kommen. Das ist nur so schön, wenn Deutschland das Maastricht-Kriterium tatsächlich in Richtung 2019, 2020 erfüllt, sofern es bis dahin noch zu erfüllen ist, ist es schon interessant, welcher andere Staat aus der Eurozone tatsächlich dazu in der Lage ist, das überhaupt noch zu erreichen. Mir erscheint, dieses Maastricht-Kriterium ist sowieso fast schon zu streichen, weil es hält sich eh keiner dran. Was ist noch zur EZB zu sagen? Hier ist es auch noch ganz interessant zu sehen, dass die EZB zumindest, das ist in den Tickern zu lesen gewesen, überlegt, neben QE, also neben den Anleiheprogrammen, dort vielleicht auch Anleihen von Asfinag und CDP zu kaufen. Nur kurz Erklärung, Asfinag, das ist die österreichische Infrastrukturgesellschaft, die auch für zum Beispiel österreichische Bundesstraßen, Bundesautobahnen dort zuständig ist. Und CDP ist eine italienische Cassa Depositi Prestiti, das ist quasi ja, eine Infrastrukturfirma, die zum größten Teil vom italienischen Staat gehalten wird. Auch interessant. Targetforderungen, Bundesbank und so weiter, inwiefern die nach oben gestiegen sind, ist schon in irgendeiner Form schon ja, bedenklich. Schauen wir mal, wie weit sich das noch weiterentwickeln kann. Was ist zu China heute Morgen zu sagen? Dort ist auch für den Markt zumindest ein paar, sind ein paar Daten rausgekommen. Hier sind die BIP-Daten released worden. Man kommt zwar da halbwegs noch dem Markt nach, dass man das erfüllt, was man da sich vorgenommen hat. Diese 7%-Marke BIP-Wachstum für China ist ja von der Zentralregierung in Peking so ausgegeben worden und man versucht das natürlich irgendwie auch zu halten. Möglicherweise gelingt dem chinesischen Staat das vielleicht in diesem Jahr nicht. Zumindest was quartalsweise Zahlen jetzt angeht, könnte das zumindest auch schon die erste Indikation sein, dass es eine ganz kleine Abschwächung geben könnte. Aber die schadet China, glaube ich, nicht so extrem und könnte wahrscheinlich auch ein bisschen Abkühlung gebrauchen aktuell. Schauen wir in Richtung noch, was beispielsweise noch Zahlen angeht, wenn wir uns die US-Banken angucken, was da rausgegeben wurde jetzt gerade, ich habe es eingangs gesagt, Wells Fargo und JP Morgan, ist ziemlich viel Geld verdient worden. Über den Erwartungen zum Beispiel mit JP Morgan muss man sich allein mal die Summen auf der Zunge zergehen lassen.
Erträge mit 24,8 Milliarden über den Erwartungen. Die Markterwartungen waren bei 24,5 Milliarden. So, und das ist nur eine Bank. Sehen Sie sich das mal an. 24,5 Milliarden war die Erwartung, 24,8 kam raus. Jetzt stellen Sie sich da mal vor, es ist nur ein einziges Institut, wie viel Geld das jetzt verdient hat. Und dagegen kommen einem manchmal solche Schuldenmeldungen aus ein paar Staaten schon relativ dann wieder klein vor. Was gibt es noch zu sagen? IWF hat hier gestern ein bisschen für Unruhe gesorgt, auch für Euro-US-Dollar-Währungsgefüge kurzzeitig. Da gab es einen schönen Spike, einen Hop nach oben. IWF hat ein paar Prognosen geändert für Wirtschaftswachstum. Soll es jetzt für Japan, für die Eurozone nach oben angehoben. Für Russland deutlich gesenkt, für Deutschland auch nach oben angehoben. Für die USA jedoch ein kleines bisschen nach unten gesenkt. Das war zumindest ein Stück weit auch dann der Grund, warum auch der US-Dollar ein bisschen abgegeben hat. Kommt aber hauptsächlich auch jetzt noch dazu, dass hier auch die EZB natürlich schon im Vorfeld für Unruhe sorgt und da ein paar Positionen natürlich auch vielleicht etwas enger abgesichert wurden oder aber auch rausgenommen wurden, ein paar Short-Positionen. Was ist noch zu den weiteren Daten hier zu sagen, wenn beispielsweise wir uns mal auf Dinge konzentrieren, die auch für Unruhe nochmal sorgen. Seltsame Wünsche beispielsweise aus den baltischen Staaten, dass dort deutsche Truppen angefordert werden und da zumindest für mehr Sicherheit sorgen sollen. Also ich weiß nicht, was man davon halten sollte. Glaube ich, keine gute Idee. Und obendrein natürlich noch ein bisschen Säbelrasseln zwischen Großbritannien und Russland, die da sich gegenseitig belauern und hier Überwachung der russischen Schiffe veranlasst haben. Das jetzt mal zu diesen reinen News, die wir hier auch immer wieder zu beäugen haben. Schauen wir auf die EZB. Die EZB heute 13.45 Uhr, was ist da großartig zu erwarten? Was ist da großartig auch nicht nur für den DAX natürlich als Aktienmarkt und auch für die weiteren europäischen Aktienmärkte zu erwarten, sondern zum Beispiel auch im Bereich Euro-US-Dollar. Wenn wir uns anschauen, die aktuelle Lage jetzt aktuell vielleicht noch Stillruder See, das kann sich in den nächsten Stunden ändern. Kann es mehr Ausschläge nochmal geben. Das hier nochmal eine kurzfristige Analyse von den jeweiligen letzten Hoch- und Tiefpunkten, die auch markant sind, die auch interessant sind. Was vielleicht noch hier noch von der Charttechnik noch vielleicht noch einzubauen wäre, wäre hier vom letzten Zwischenhoch auf das letzte Zwischentief. Hier vielleicht noch hier zusätzlich als Unterstützung und auch Visualisierung von ein paar Anlaufmarken, charttechnischen Anlaufmarken, die hier im heutigen Handelstag vielleicht auch eine Rolle spielen könnten. Sehen wir zum Beispiel hier aktuelle Test von dieser 23,6er und ein mögliches Antesten nordwärts. Die nächsten Bereiche wären dann hier bei der 38,2er im Bereich der 1,715 ungefähr und darüber hinaus das Niveau hier oben nochmal 1,777, 1,780. Hier nochmal 1,830. Die 1,830 Marke kennen wir schon. Die haben wir schon sehr oft angetestet. Dann hat immer wieder mal eine Rolle gespielt. Südwärts weiterhin gelten die Kursziele, die wir in den letzten Handelstagen hier auch immer wieder diskutiert haben, aber auch in den letzten Wochen südwärts immer wieder diskutiert haben, in den Raum gebracht haben. Das sind hier erste Anpeilungen im Bereich der 1,440er und was die Projektion nach unten auch auswirft, nochmal im Bereich der 1,3, 1,350, 1,335 Zonen. Darüber hinaus, wenn wir weiter nach unten den Chart stauchen, kommen wir schon unter die Parität bei der nächsten Projektion, was hier die gelbe FIBO-Anlage vom letzten Zwischentief hier zum letzten Zwischenhoch im Bereich der 1,1050er hier auswirft. Heutiger EZB-Tag, Mario Draghi wird nicht viel ändern an dem Leitzins. Dafür hat er nicht so besonders viel Raum. Was er vielleicht tun könnte, dazu mal ganz kurz einen Blick auf die Startseite der EZB vielleicht. Er könnte natürlich ein bisschen noch an der Deposit Facility drehen, sprich diese minus 0,20, das ist der sogenannte Einlagezins, den man jetzt eigentlich auch als Strafzins betrachten sollte. Große Investoren betrachten den nicht als Strafzins, sondern eher als Parkgebühr, dass sie da dementsprechend overnight noch ein paar Gelder parken dürfen und sie sich bis sie sich entscheiden können, wo sie natürlich die großen Anlagevolumina wieder hinschieben.
Aber es ist interessant, vielleicht könnte da es dazu kommen, dass man hier vielleicht entweder in dieser Sitzung oder in den nächsten beiden Sitzungen nochmal an dieser Deposit Facility, an diesem Einlagezins hier nochmal dreht und dann vielleicht nochmal um 0,05 oder auch um 0,10, sprich um ein paar Basispunkte nach unten dreht. Das könnte natürlich interessant sein, auch vor allen Dingen für große Investmentfonds, beziehungsweise auch für Banken natürlich. Was könnte das für Folgen haben? Es könnte nochmals Folgen haben, dass natürlich noch weniger Interesse da besteht, ja, aktiver irgendwo zu halten, die einen negativen Einlagezins haben. Sprich, man wird Dinge veräußern wollen und aus diesem Bereich, aus diesem Investment dann rausgehen wollen, das in Euro fakturiert ist und sich anderen Anlageformen zuwenden wollen. Sollte das der Fall sein, wird das natürlich auch ein Stück weit den Euro belasten, weil letzten Endes das auch wieder dazu beiträgt, dass man sich aus dem Euroraum verabschiedet und ja quasi Geld exportiert in großem Maße in andere Währungsräume, vorzugsweise wahrscheinlich den US-Dollar, nebenbei das britische Pfund und andere noch größere Leitwährungen. Zusätzlich könnte dann das natürlich auch noch ein Interesse sein, vielleicht macht man das auch deshalb dann, zumindest nur die Theorie, um natürlich auch ein paar Großbanken dazu zu bewegen, nochmals eher Anleihen an die EZB zu verkaufen, die ja mit dem Quantitative Easing-Programm Anleihen im großen Stil kaufen muss. Irgendwo müssen die ja immer herkommen. Was ist noch möglich? In welcher Form kann die EZB hier noch etwas ankündigen? Das bezieht sich vielleicht auf die sogenannten TLTROs, also die Targeted Long-Term Refinancing Operations. Inwiefern man da noch etwas drehen kann, das möglicherweise in der Pressekonferenz dann eher von Bedeutung. Und Mario Draghi wird vor allen Dingen auch in der Pressekonferenz ein paar Fragen bekommen zum Thema Quantitative Easing-Programm. Könnte dann das vielleicht tatsächlich eher aufhören, das Quantitative Easing-Programm? Da gibt es immer mal wieder ein paar Gerüchte im Markt. Dazu wird es auf jeden Fall eine Stellungnahme geben. Und vor allen Dingen natürlich sollte dann tatsächlich der ein oder andere Satz fallen. Nein, es wird keine Änderung geben. Das Programm läuft definitiv erstmal wie festgelegt bis September 2016. Kann man sich schon gut vorstellen, dass der Euro in dem Moment mit Sicherheit nicht in Richtung Norden nach oben reißt und mehr hoch wird, sondern eher nach unten fällt. Das zu dem Thema. Dann noch zu dem Thema, was die EZB selber natürlich auch tut, was Volkswirte der EZB tun. Die beobachten natürlich nicht nur die sogenannten GDP-Indicators, also die BIP-Indikatoren der jeweiligen Euro-Staaten, Euro-Zonen-Teilnehmerländer, sondern natürlich auch das Haushaltsspending, also die Haushaltsausgaben, die Einzelhandelsdaten. Und was sie natürlich genauso auch tun, parallel zu anderen volkswirtschaftlichen Abteilungen von Investmentbanken, tut die EZB das natürlich mit ihren Volkswirten genauso. Sie beobachten ganz genau den europäischen Arbeitsmarkt, wie weit sich die einzelnen Euro-Teilnehmerstaaten da absetzen vom restlichen Bereich der Eurozone, also quasi wie sich die Arbeitsmärkte in den jeweiligen Teilnehmerländern entwickeln. Und natürlich für die gesamte Eurozone gibt es immer wieder Forecasts, also sogenannte Prognosen, was auch die BIP-Entwicklung angeht. Und da ist es ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, in den letzten Monaten oder auch zurück bis September, hat man zum Beispiel da noch knapp so eine Prognose von fast 1,0% nur für 2015 für die Eurozone in Aussicht gestellt. Wenn man dann beispielsweise schon im März jetzt hier reingeht, ist die Prognose deutlich schon wieder nach oben revidiert worden. Also wir befinden uns jetzt schon in Richtung 1,4, 1,5. Und so sieht es auch für 2016 und für 2017 aus. Also die Prognosen sind nach oben angehoben worden. Man geht hier wohlmöglich auch davon aus, dass es hier die ersten ja, guten Signale gibt, auch was das Quantitative Easing Programm angeht. Und man geht vor allen Dingen davon aus, dass das auch ein Stück weit schon zieht. Ein paar Daten, vor allen Dingen auch, wenn man sich die Banken anschaut, wie die Kreditvergaben dort sind und auch Kreditvergaben unter ja, ein paar Lockerungen sind auf jeden Fall festzustellen. Das nur dazu. Euro-US-Dollar im heutigen Handelstag bitte wie ein rohes Ei behandeln. Das kann wirklich ganz schnell einem aus der Hand fallen und eine Riesensauerei produzieren, sprich einem den Account zerblasen, wenn man nicht mit Risiko-Money-Management da richtig dran geht. Bitte heute vorsichtig zugange. Wir rechnen definitiv mit ein paar Schwierigkeiten im Bereich dieser Leitzinssitzung und natürlich vor allen Dingen während der Pressekonferenz.
Ansonsten gibt es auch noch eine Möglichkeit, das natürlich passiv zu beobachten und bei einem extremen Spike dann mit ein paar Positionen erst einzusteigen. Beispielsweise extrem Spike nach oben und eine Short-Position, eine kleinere in den Markt schon mal geben. Umgekehrt mit einem starken Abfall, wo wir auch von 1,5% bis 2% auf Tagesbasis einen Abfall nach unten haben, eine Übertreibung nach unten haben, gibt es auch immer wieder eine Chance, mal auch einen zu starken Dip abzufischen. Gut, ich habe leicht überzogen, Jens. Wir haben 9:01 Uhr. Wir schauen noch ganz kurz auf die Indikation, wo wir aktuell stehen beim DAX. Hier gibt es noch ein ganz kleines Absacken wieder zum gestrigen Xetra-Schluss, wie wir es gesehen haben, 12.229, 12.232, jetzt sind wir auch schon wieder nach oben gerutscht. Ich wünsche erstmal einen wunderschönen sonnigen Tag und wir hören uns am Freitag zu gewohnter Zeit wieder. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass, also ich sage das jetzt schon in Ankündigung, ich hoffe, dass es funktioniert vom Ton her. Ich werde am Freitag mit dem Laptop arbeiten müssen. Ich gehe aber davon aus, dass es kein Problem sein wird. Wir hören Vielen uns Dank. am Freitag zur gleichen Stelle. Genau, Grüße auch aus Berlin. Vielen Dank. Und ja, Freitag 8:30 Uhr oder YouTube, wenn Sie es nochmal hören möchten, in wenigen Stunden auf unserem YouTube-Kanal. Der besucht uns sich immer. Viele, viele Videos für Ihre Weiterbildung, für Ihre Informationen. youtube.com/admiralmarkets.de. Vielen Dank, erfolgreichen Trading-Tag. Bis bald. Tschüss.